Beziehungsweise das Problem ist nicht, dass sie was aushalten, sondern dass man sie schlecht trifft. Feuerpfeile. Meisterdiebeskunsttrank. Noch mehr Feuerpfeile. Ein paar Zauber. Feuerpfeil. Bei plus 1. Kurzschwert. Plus 1. Okay, Nera kann das Zeug schon. Können nicht speichern, da ihr nicht die Kontrolle über eure Gruppenmitglieder habt. Ah, das ist auch neu. Worum geht es diesmal? So, ich würde gerne auf jeden Fall Schutz vor normalen Geschossen lernen. Sehr schön, wir haben beides lernen können. Wie ihr wünscht. Bisschen Geld. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Aber natürlich, Schätzchen. Nur ein olles Buch. Noch mehr Geld. Ja, bald mal einen Ort finden, wo wir das ganze Geld ausgeben könnten. Oh, Freundschaft. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Wie gesagt, das mit der Gemeinschaft der sieben Sonnen und dem... der flammenden Faust, das machen wir nachher. Ja, das hier ist der Trankladen. Worum, wie ihr wünscht. Hier könnten wir mal die Tränke verkaufen, in meinem bescheidenen Reich. Die wir nicht brauchen, und die Tränke kaufen, die wir bräuchten. Gegengifte hätte er, Schnelligkeitsöl, das verdorben ist. Heiltrank, ja, die hier hätte ich gerne beide. Das sind normale Heiltränke, ja. Die Heiltränke hätte ich auch gerne. Heilung. Warte, Heiltrank. Ne, ich hätte gerne auch die Heilungselixiere. Schnelligkeitsöl, Brandöl brauche ich nicht. Unsichtbarkeitstrank auch nicht unbedingt. So, dann öffnen wir mal und gucken mal, was brauchen wir nicht. Das Fläschchen mit geheimnisvoller Flüssigkeit haben wir abgeschlossen. Violetter Trank, gehen wir Visionstrank, kann weg. Trank der Einsicht. Behalten. Nee, kann auch weg. Trank der Macht, den brauchen wir auf jeden Fall. Und Verwundbarkeitstrank auch. Magieabwehrtrank auch. Na, den Trank der Freiheit, den können wir auch verkaufen. Nö, doch. Konzentrationstrank. Geschicklichkeit, Intelligenz, ja. Für 12 Stunden, mhm. Trank der Schöpferkraft, den hätte ich auch gerne behalten. Das verdorbene Schnelligkeitsöl kann weg. Lebenskrafttränke behalten wir auch, Magie auch. Wendigkeitstrank erhöht Geschicklichkeit.
Explosionstrank behalten wir auch mal. Wahrnehmungstrank. Den behalten wir auch. Der rote Trank, der kann weg. Das verdorbene Gegengift kann weg. Der Isolationstrank kann weg. So, dann gehen wir von oben nach unten nochmal alles durch. Ach, die Schutztränke, die benutze ich eh irgendwie nie, können weg. Trank der Macht, Steinform. Fünfzehn Phasen sind 15 Minuten. Nee, der kann auch mal weg. Wobei, nee, behalten wir den. So. Gucken wir noch mal kurz. Hast du Konzentrationstränke? Nein. Ist auch nachher wichtig, wenn ich mich für Durlaks Turm eindecke. Ja? Ihr braucht nur zu So. fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jael Kalles? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. In das Haus kommen wir nicht rein und hier ist ja der Eisenthron. Also hier neben uns. So, das heißt, im unteren Stadtteil sind wir schon mal fertig. Also bis auf den Bereich hier, aber ich muss noch mal zum Hafen zurück. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Schatz. Da sollte nämlich mal Safada kurz den ganzen Hafen abklappern. Für mich gucken, Aber ob sie natürlich, irgendwo Schätzchen. die Handschuhe findet, die uns fehlen. Das hier wäre der Hafen. Hier unten haben wir schon alles. Und ich glaube, die Kisten hier haben wir auch schon alle durchsucht. Auch nichts. Wisst ihr was? Ich pausiere mal kurz und gucke einfach mal kurz. Das war Noralie. Also entschuldige das Standbild jetzt ganz kurz. Weil ich weiß, die Handschuhe waren
waren schwer zu finden. Interessant, das sind ach so, das sind die Handschuhe, die ich jetzt gerade trage. Ups, auf die habe ich total vergessen, dass ich die ja gefunden habe. Wo ihr braucht, nur zu okay, dann geben wir sie mal Loralee zurück. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Guten Tag. Seid mir gegrüßt. Ihr habt meine Handschuhe gefunden. Ich dachte schon, sie wären für immer verschwunden. Hier nehmt zur Belohnung etwas von diesem Improvisationstank. Ich bin sicher, dass ihr irgendwann Verwendung dafür haben werdet. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Die verworren geglaubten Handschuhe zurückbekommen hat Loralee so glücklich gemacht, dass sie eine hübsche kleine Belohnung hat springen lassen. Ja, die verkaufen wir. Ach, und wenn wir schon hier sind. Warum denn ich? Lülülüke gehen. Such dir mal ein hübsches Fass. Ja, wie ihr wünscht. So. Wie ihr wünscht. Das heißt, wir können jetzt langsam mal den mittleren Stadtteil erkunden und dann in den oberen Bereich der Stadt gehen. Wie ihr wünscht. Also ja, erstmal klappern wir wieder alles südlich der Mauer ab. Für euch mit Vergnügen. Wenn das euer Wunsch ist. Das Haus ist klein dafür, dass es so groß aussieht. Wenn das euer Wunsch ist. Und hier sind Leute auch oben und unten. Aber natürlich. Ja, meinst du, wenn das euer Wunsch wie kann ist. Wie ihr wünscht. Na gut, es ist auch Nacht. Für euch mit Vergnügen. Aber natürlich. Ich weiß gar nicht, wie es in Baldur's Gate war, ob man da Leute mehr in der Nacht im Haus trifft. Okay, Spiegelaugentrank. Hat einfach so einen Typen Spiegelaugentrank in seinem. Mit Vergnügen, wenn das euer Wunsch ist. Hi. Der hier scheint es egal zu sein, dass wir sie beklauen. Didum, didum. Aber natürlich, Schätzchen. Ein frischer Spiegelaugentrank ist gleich schlecht zu haben. Euer Wunsch ist.
Ein Mädchen, das mitten in der Nacht, nein, nicht ganz allein zu Hause ist. Papa pennt im Obergeschoss. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Gut,